Ja, meine Lieben, ich habe viele Anfragen bekommen wegen, ob man mit dem Auto herkommen kann oder mit dem Flugzeug oder mit dem Auto. Also meine Kunden aus der Schweiz sind vor ein paar Tagen gekommen und sie haben, also mit dem Auto, sie haben aber an der Grenze Leute gesehen, die wieder zurückgeschickt wurden. Ja? Also das ist alles noch nicht so sicher. Andererseits gibt es Leute, die sind hergeflogen, ohne Aufenthaltserlaubnis, ohne EK mit und dürften einreisen. Also das ist alles sehr, sehr schwammig und noch nicht so sicher alles. Deswegen mein Tipp an euch. Hey, was könnt ihr für einen Tipp geben? Einfach mal lieber warten, oder? Ja, lieber warten. Ne? Check me um, check me um. Einfach lieber warten, weil keiner kann euch jetzt was Sicheres sagen, nicht mal die Behörden. Ja, das ist totaler Schwachsinn, ich weiß, aber ihr sollt Bescheid wissen. Also an der Grenze, wenn man mit dem Auto kommt, wurden einige zurückgeschickt. Andererseits wurden welche, die hier geflogen sind, dürften landen, manche wieder nicht. Totaler Schwachsinn, also dieses Corona, das tut wirklich niemandem was Gutes. Ne? Dieses Schwachsinns-Corona, 100% bin ich mir sicher. Ja? Okay, meine Lieben, bis zum nächsten Video. Ich wollte euch nur die Info geben. Ne? Danke, tschüss. Wunderschöne Pflanzen, wunderschön. Ach ja, danke übrigens an die Leute, die mir die Namen im Kommentarbereich geschrieben haben von den Pflanzen. Da bin ich leider nicht so fit. Und das schaut hier trocken aus, aber das wird hier alles gegossen täglich. Allerdings ist die eine Frühlingspflanze und nur im Frühling ist es komplett hier herrlich und das ist die erste, die blüht. Und jetzt fällt es halt ab. Ne? Und ja, das habe ich vom lieben Peter und seiner Mama bekommen. Und die haben immer gesagt, ich soll nicht viel gießen, aber ich habe eine Automatik hier. Und da wird halt alles gegossen leider. Dann haben wir hier eine Tomate, wo trocken ausschaut. Ich muss doch wieder gießen, Mensch. Na? Ja, da haben wir auch wieder Erdbeeren. Da haben wir, oh, was haben wir da Schönes. Ach ja, die wird auch immer größer. Aber ich warte, bis sie rot wird. Oh, die ist ja ganz schön groß geworden. Na? Ja, so viel mal von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.